Willkommen bei der Vorstellung eines wunderschönen, niedlichen, kleinen Puzzle-Games, Growth. Wir starten einmal direkt rein ins Tutorial und dieses Game ist definitiv nicht für lange Abende, aber definitiv etwas für zwischendurch. Für diesen Moment, wenn ihr denkt, was mache ich denn jetzt, dann gibt es da unheimlich viele Sachen, Dorfromantik, um mal einzunennen und in meinen Augen auch ein Spiel wie Growth. Wir können unsere Kamera bewegen, wie toll. Die Welt von Growth besteht aus Kacheln. Jede Kachel stellt eine Landschaft dar. Zum Beispiel wird die Kachel mit den Bäumen darauf als Waldkachel bezeichnet. Ja, gut. Macht irgendwie Sinn, dass es keine Autokachel ist. Eine Gruppe von Kacheln nennt man ein Biotop. Biotope, die du kontrollierst, haben eine weiße Umrandung. Das sind die hier. Und wir wählen das einmal aus. Und jetzt können wir in unserem kontrollierten Biotop auswählen und dann können wir hier alle Tiere sehen, die von diesem Biotop ausgesendet werden können. In diesem Fall hast du Hirsche zur Verfügung. Also wichtig ist, wir müssen andere Biotope erschließen und ich kann das Tutorial leider nicht skippen und ohne Tutorial anfangen. Zumindest ging das in den Einstellungen, die ich hatte, nicht. Also, wir nehmen uns den Hirsch. Und jetzt können wir zum Beispiel einmal hier diesen Hirsch hinschicken und dann wird hier die Karte aufgedeckt. Ja, und dann haben wir das Ganze auch schon abgeschlossen. Sieht eigentlich relativ einfach aus, ne? Ein Hirsch nehmen, irgendwo hinschicken, ja, wird schon passen, ne? Auch hier wieder, wir haben Harry Hirsch, den können wir jetzt da hinschicken und dann seht ihr jetzt mit diesem türkisen Farben, dass wir hier etwas machen können und dass wir hier jemanden irgendwo hinschicken können. Und hey, guckt euch das an, cool. Wir haben einen Hirsch, der kann über kurze Distanzen Land zurücklegen und Wildschweine, die weite Strecken laufen können. Mega. Dann nehmen wir uns doch mal unser Wildschwein und lassen das zum Beispiel mal da hingehen. Ja, und dann haben wir das Level abgeschlossen. Dann ist das Ganze hier aufgedeckt. Klingt erstmal relativ einfach alles, aber ich kann euch versprechen, nach dem Tutorial wird das ein wenig schwieriger. Und schau mal, auf der anderen Seite des Flusses befindet sich ein großes Waldbiotop. Leider können die Waldtiere nicht über Wasser bewegen. Haha, da gibt es schon die ersten Schwierigkeiten. Daher müssen wir einen anderen Weg finden, um es zu beanspruchen. Beanspruche die gelbe Indikatorkachel, um zu sehen, was sich dort verbirgt. Schlupp die Schwubbel, also wenn ihr mal unseren Harry Hirsch. Harry geht einmal dahin und... Oh, ei, gucke mal, ein Bienchen, guck. Und da sehen wir unten übrigens links auch also wie weit wir sind, ja. Und dann sehen wir jetzt, hier haben wir ein Bienchen. Jetzt können wir unser Bienchen nehmen, blub, und das hier drüben hinschicken. Und die Karte weiter aufdecken. Ist das cool? Ausgezeichnet. Du hast das Biotop bestehend aus Wald- und Wiesenlandschaften beansprucht und all seine Tiere erhalten. Um das große Waldbiotop auf der anderen Seite des Wassers zu erreichen, müssen wir unseren Bienen in Reichweite bringen. Verbinde dafür die beiden Biotope in der Mitte, indem du die Kacheln zwischen ihnen mit Hirschen beanspruchst. Also, das heißt einmal, jetzt müssen wir schon mal gucken, wo diese Pfeile jetzt blinken. Es müsste einmal der hier sein. Blub, und einmal der hier. Oder was ist der hier? Blub. Und jetzt können wir mit einer weiteren Biene einmal da drüben hinfliegen. Und dann haben wir auch dieses Level für uns beansprucht. Ja, ziemlich cool, muss ich sagen. Und manchmal wirst du besondere Gebilde auf der Karte sehen. Es lohnt sich normalerweise zu versuchen herauszufinden, was dort verborgen ist. Lass uns den nahegelegenen Wald beanspruchen, der durch die grün gefärbte Indikatorkachel angezeigt wird, um das Gebiet zu erkunden. Das heißt, wir gehen mal mit ihm irgendwo in diesem Bereich, würde ich sagen. Weil da kommen wir noch nicht hin. Ah ja, genau. Dann haben wir hier einen weiteren Hirsch. Dann gehen wir mal dort lang. Sehr gut, jetzt können wir durch die Indikatorkachel sehen, dass ein großes Waldbiotop in der Nähe von eines Gebildes ist. Aber wir können keinen Hirsch von einem einzelnen Wald ausschicken. Wir müssen ihn erweitern, um die Mindestanforderungen zu erfüllen, damit wir von dort einen Hirsch losschicken können. Jetzt müssen wir einen weiteren Hirsch einmal dahin schicken. Und... jetzt können wir einen von dort nehmen und den nach da bringen.
Sehr gut. Dann haben wir den hier. Wow, es ist eine antike Ruine einer verlorenen Zivilisation. Eine sogenannte Sehenswürdigkeit. Sehenswürdigkeiten sind oft größere Gebilde, die mehrere Tiere und in einigen Fällen sogar besondere bieten. Mit den gefundenen Tieren können wir nun weiter die Karte erkunden. Versuchen wir, auch die andere Sehenswürdigkeit zu beanspruchen. Ja. Jetzt ist die Frage, was wir nehmen. Ich würde sagen, auf kurze Distanz nehmen wir mal ihn hier. Und dann gucken wir mal, dass wir unser Wildschwein nehmen. Mal nach da gehen. Ah, ein Bienchen. Sehr gut. Das können wir mal da drüben hinbringen. Jawohl. Und da haben wir's. Cool, oder? Ja, und nachdem ihr das Ganze abgeschlossen habt, habt ihr jetzt hier eure Hirsche und eure Karte, die ihr aufdecken könnt. Ihr habt hier oben dann Aufgaben, die ihr abschließen könnt. Vogelnester, Fledermaus, Bergwald und so weiter. Und ihr habt hier oben dann eine kleine Info, was es alles gibt. Waldbiotope, diese Bienen, die Biotope und so weiter und so fort. Ja, und jetzt könnt ihr im Prinzip lospuzzeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es wirkt auf den ersten Blick ja sehr einfach, aber es ist so ein, wieder, es ist einer von diesen Games, die einfach ultra entspannend sind. Ja, das heißt, du nimmst einfach deinen Hirsch und denkst dir, tja, was mache ich? Wo gehe ich hin? Gehe ich mal nach da? War das richtig? Und das Ziel ist einfach hier, ja, die Karte aufzudecken. Mehr nicht. Und da musst du jetzt gucken, wie du lang kommst, wo du lang gehst. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Mal zu gucken, ob wir... Ah, siehst du? War eventuell doch falsch. Vielleicht decken wir uns das Bienchen hier auf. Okay. Tja, vielleicht nehmen wir uns mal das Wildschwein und gehen dahin. Tja. Schwierig, schwierig. Jetzt haben wir hier noch einen weiteren Hirsch bekommen. Den könnten wir nach da schicken. Tja. Wir haben keine Tiere mehr. Das war's. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr seht, es sieht einfacher aus. Wir können das jetzt natürlich neu starten. Ja. Und dann soll es das mit diesem kleinem vorgestellt und angeteasert auch sein. Und ihr seht, es sieht einfacher aus, als es tatsächlich ist. Ja? Und jetzt muss man schon echt gucken, wohin geht man, wo puzzelt man sich hin, baut man da wirklich noch einen Hirsch hin, nimmt man sich zuerst ein Wildschwein, um die Landschaft zu erkunden. Ich würde sagen, wir gehen mal tatsächlich als allererstes hier in die Richtung mit einem Hirsch. So. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das war schon genau die falsche Entscheidung. Das heißt, wir gehen mal da hinten mit einem Schweinchen hin. Da geht der Fluss tatsächlich weiter. Und jetzt können wir einmal dahin gehen. Das war's. Wir haben keine Tiere mehr. Tja, ein bisschen Glück ist auch dabei. Wir hatten kein Glück. Aber ich finde das cool. Also, das ist so ein super entspannendes Game. Da passiert einfach überhaupt nichts, außer dass du Glück haben musst, mit deinen Tieren den richtigen Weg zu finden. Ich finde es mega cool. Vielleicht ist es ja was für euch. Wenn ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob es euch auch gefällt. Ich finde es toll. Einfach nur entspannend ein bisschen vor sich hinklicken und hoffen, den richtigen Weg zu finden. Toll. Ich mag sowas total gern. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd.